Es ist alles bereit für den Anstoß. Heute eine Minute später wegen Aktionsspieltag des DFB. Aber es geht los mit der Partie MSV Duisburg gegen den FC Bayern München. Und es geht gleich wild los. Und da ist Kumagai mit dem Kopf. Stark gemacht von ihr. Auch von Ena Mahmutovic. Hier sehen wir es nochmal abgefällt. Und dann ist Mahmutovic da noch da mit der linken Hand. Wenn sie dann hier in der eigenen Hälfte sind. Zwei jetzt auf Maxi Rall, aber die kann den Pass trotzdem schön zu Damjanovic spielen. Und der ist auch gut. Und Daimann hat wieder gelauert. Und da ist das 1:0 für den FC Bayern. Schnelles Tor nach in der 7. Minute. So wollten sie es haben, so wollte Alexander. Schnelles Tor. Zadraziel hier vorgelegt auf Linda Dahlmann. Und die löst sich im richtigen Moment, zeigt sie an. Zadraziel sieht's und sie muss ihm nur noch rein. Jetzt ist Sidney Lohmann. Und Dahlmann! Es ist unfassbar, was diese Frau aktuell abreißt. Am 3. Spieltag, da steht sie wieder perfekt. Sidney Lohmann hat wieder den perfekten Blick für sie. Und sie muss wieder einfach nur den Fuß hinhalten. Linda Dahlmann, unfassbar. Steht bei der Torhüterin. 1,80 ist sie groß, also da kann sie sie auch verwirren und stören. Und dann tummelt es sich da im 5-Meter-Raum. Und dann ist der Kopf von Kumagai. Dahlmann lauert da ganz hinten. Im langen Pfosten. Aber die kommt wieder auf Kumagai. Selbe Ecke wie gerade eben. Wieder schön auf Kumagai. Die kommt wieder mit dem Kopf hin. Stanway heute nicht so auffällig, weil sie natürlich auch ein bisschen... Schöner Pass von Kett und dann ist Schüller da und da ist das 3:0. Und da ist ihr Schüller-Tor und ihr 51. für den FC Bayern. Hier sehen wir einen tollen Pass von Franziska Kett, das hat sie extrem gut gesehen. Und dann Lea Schüller mit ihrem ersten Bundesliga-Tor diese Saison. Dahlmann, schöner Pass auf Schüller. Und ganz alleine, 4:0. Wunderschöner Pass von Linda Dahlmann. Und dann Lea Schüller. Und ja, dann haben wir wohl einen Doppelpack von Dahlmann und einen Doppelpack von Schüller. Und sogar noch einen Assist von Dahlmann. Für Julia Gwynn, den Ball zu erobern. Und das Spiel ist aus. Der FC Bayern gewinnt in Duisburg. Mit 4 Toren, 4:0 und mit 2 Doppelpacks.